Sie ist eine Delikatesse aus dem Wattenmeer, die Miesmuschel. Doch wo einst die Netze voll hingen, ist heute fast nichts mehr zu holen. Seit 10 Jahren haben die Tiere kaum Nachwuchs. Auf der Nordsee tobt ein Kampf um Muschelsaat und die Zukunft der deutschen Muschelfischer. Wo, wenn nicht vor Sylt, sollten die besten Muschelbänke der Welt liegen? Am frühen Morgen legt die Sibenus Gerjetz ab zum Muschelfischen. Das Ziel von Kapitän Julien De Leo an diesem Morgen: Muschelkulturbank Nummer 19, kurz MKB 19 genannt. Sein Acker im Meer, wenn man so will. Wir sind ja eigentlich wie ein Landwirt, wir sehen und wir ernten. Der große Unterschied ist nur, dass wir leider nicht an irgendeine Reifeisen oder was weiß ich was Firma fahren können und unsere Saat da abholen können. Das gibt uns die Natur und ja, wir können das leider nicht irgendwo kaufen. Julien sät und erntet auf gepachteten Muschelbänken. Sie gehören dem Land Schleswig-Holstein. Mit seinen Decksleuten Fritz und Ernst fischt er junge Muscheln in freier Wildbahn. Die Jungtiere werfen die Fischer dann auf ihren Muschelbänken ab. Sie ernten sie nach 1-2 Jahren, wenn die Schalentiere gut gewachsen sind. Heute auf Muschelkulturbank 19. Nach 3 Minuten Schlepp zeigt sich in den Netzen, was auf dem Unterseeacker gewachsen ist, was Stürme, Seesterne und Vögel übrig gelassen haben. Die Muscheln sehen gut aus, allerdings zu viel Tara drin, zu viele kleine Steine und Austernschalen und Martinshörner, andere Muscheln. Nicht so gut, aber das ist eben, das geht aus dem Rest zu hier, aus dieser Kultur. Diese Muschelbank gibt nicht mehr viel her, aber trotzdem, 22 Säcke, einen LKW voll, müssen die Männer heute zusammenkriegen. Wie viele Säcke brauchen wir noch? 6 Stück noch. Es wäre dringend nötig, hier wieder Jungtiere auszusetzen, also auszusehen. Aber woher nehmen? Seit gut 10 Jahren wurde kaum Nachwuchs gesichtet. Die letzten Jahre waren sehr schwierig, wenn wir keine Saatmuscheln haben. Das heißt, kein Nachwuchs auf unseren Kulturen. Haben wir natürlich auch irgendwann nichts mehr zum Ernten und zu verkaufen. Wenn die Saatmuscheln ausbleiben, dann bleiben die Kulturen leer. Wenn die Kulturen leer bleiben, dann bleiben auch unser Portemonnaie leer und ja, dann geht's vielleicht nicht mehr lange gut. Ohne neue Muschelsaat bleiben auch die Feinschmeckerteller bald leer. In den letzten 10 Jahren haben sich Juliens Fänge halbiert. Seine Familie fischt seit über 100 Jahren. Aber so eine Krise haben sie noch nicht erlebt. Familientreffen auf offener See. Juliens Bruder Pascal geht mit seinem Kutter längsseits. Zu Gast an Bord ist der Vater der beiden Kapitäne, André De Leo. Er ist so etwas wie der Muschelpate der deutschen Nordseeküste. Moin. Hey. Herr Hahn? Eigentlich ist Vater André für den Papierkram zuständig. Aber seit die Geschäfte so schlecht gehen, hält es ihn kaum im Büro. Seine Familie beackert die Hälfte aller deutschen Muschelbänke. Früher als Familienbetrieb, heute im Auftrag eines großen holländischen Konzerns. Und der Rest hängt da irgendwo. Ja, Familienbetrieb war das mal. Jetzt gehören wir zu einer Unternehmensgruppe, rum von Ierseke. Und wir arbeiten, die ganze Familie arbeitet dafür. Ja. Der Älteste, der macht Muschelzucht in Niedersachsen für den rum von Ierseke. Und dann hier in Schleswig-Holstein ist Julien und Pascal beide tätig in der Fischerei. Heimathafen, Hörnum auf Sylt. Um diesen Arbeitsplatz kann man Julien beneiden. Seine Muscheln wachsen im Schutz der Insel heran. Deswegen werden sie besonders dick. Mal eben gucken, wie die aussehen, wo? Ja. Gib mir mal ein paar, Jules.
mich her. Ja. Ich gucke nach dem Fleischgehalt, ob das schön weich ist und ob hier das Fett, ob das schön dick ist. Da haben wir schon auch was Ordentliches von verkauft von dieses Feld. Fleisch ist, konnte etwas weißer von der Farbe sein, aber darum ist nicht schlechter von Qualität. Der schmeckt sogar noch besser. Sehr schön. Doch Sylt geht leider leer aus. Der LKW kommt. Ja, du musst auch. Ja. Alle 22 Säcke gehen nach Holland, ins Zentrum des europäischen Muschelhandels. Was sie wert sind, ändert sich von Tag zu Tag. Das kann sein, sagen wir mal, dass diese Ladung, lass uns noch mal sagen, 7.000 Euro bringt. Es kann auch sein, dass er 15.000 Euro bringt. Und das ist eine Riesenspanne. Die Preise bestimmt der Weltmarkt. Für die Muschelfischer ein reines Glücksspiel. Hier, Fritz, hier sind noch zwei. Für den Sack. Ja. Salut, hey. 12 Stunden Fahrt im Kühllaster liegen vor den Muscheln. Seniorchef André wird später hinterherfahren. Vorher geht er noch kurz ins Büro. Ja, aber ich will natürlich. 4 Schiffe führen seine Jungs. Die Holländer sind seit jeher die Muschelspezialisten an der Nordsee. Sie bauten vor mehr als 100 Jahren eine regelrechte Muschelindustrie auf. Und die Familie De Leo war von Anfang an dabei. Mein Opa hat sich selbstständig gemacht in 1902. Sagen wir mal, mein Opa ist angefangen und mein Vater und Mutter haben sich kennengelernt in der Verarbeitungsfabrik, lass ich so mal sagen. Das ist mein Vater und das ist meine Mutter. Meine Mutter guckt schon ganz lieb nach ihm, siehst du? Ich habe auch meine Frau kennengelernt, auch in der Fabrik. Und meine Jungs sind auch wieder in dieses Fach tätig. Dus ik weet niet, we zijn zo'n beetje met motion behaftet, zou je maar. Maar ob die Söhne weiter van den Schalentieren leben kunnen? André De Leo is op dem Weg zu seinem ältesten Sohn David. Gemeinsam mit ihm will er der Krise beikommen und Muschelsaat in einer Art Aquafarm züchten. Das ist ein Ernteschiff für die Langlein-Muschelkultur. Fischereiaufsicht ist auch schon da. Naja, gehen wir mal an Bord. Sohn David kommt mit dem Schlauchboot, um Vater André abzuholen. Kommt mal so hin. Ihre Aquafarm liegt draußen vor Hoogsiel bei Wilhelmshaven. Alles klar. So. Wollen wir mal ein bisschen gucken da, wie das aussieht. 3 Jahre hat ihr Pilotprojekt gut funktioniert. Jetzt ist die Stimmung eher gedämpft. Die beiden erwartet ein unschöner Anblick. Ja. Ihre künstlichen Muschelbänke saufen ab. Ein 5 Millionen Euro schweres Pilotprojekt. Aus Holland ist schon ein Spezialschiff zur Hilfe gekommen. Alles von die Scheißkram. Eigentlich sollen die Rohre die künstlichen Muschelbänke über Wasser halten. Aber alles ist dick bewachsen mit Meeresgetier. Unter dieses Rohr hängt ein Netz von 3 Meter tief. Und 108 Meter lang. Hier kannst du sehen. Hier. Und an diesem Tau heftet sich die Muschelbrut. Aber dieses Jahr ist natürlich, haben wir das Problem, dass wir einen langen Winter hatten. Und dann ist ein rascher Temperaturanstieg. Und dann haben sich auf diese Netze Seepocken und die filtrieren Schleck. Und dadurch ist das alles so schwer geworden, dass es unter Wasser liegt. Jetzt muss die holländische Waschbürste ran. Rohre und Netze werden abgeschrubbt, damit die millionenschwere Zuchtanlage nicht untergeht. In der Bütten stehen auch nicht. In der Bütten stehen.
Unten dran hängt nicht nur Unerwünschtes, sondern auch Muschelnachwuchs. Er ist noch nicht erntereif, wird jetzt durch den Wolf gedreht und geht kaputt. Mit dem Schlauchboot nähert sich der Fischereiaufseher. Alles, was hier im Nationalpark Wattenmeer passiert, steht unter Aufsicht und wird dokumentiert. Moin, Alfred. Wie geht's? Ja, gut. Kann man eine Probe ziehen? Ja. Ja, war nicht schlecht, Alfred, ne? Nur ein paar Muscheln, dann nehmen wir gleich vom Fördermann weg hier. Ja, normalerweise werden hier in diesem Bereich ca. 2000 Tonnen Muschelsaat geerntet. Und so wie dies Jahr aussieht, wird vielleicht ein Drittel davon von der normalen Ernte. Das ist natürlich wirtschaftlich natürlich erreichbar. Was das meint, finanziell eine Katastrophe. Dann sprechen wir über einen Ernteertrag von 1,5 Millionen Euro. Und da, wenn man da 2/3 von verliert, dann wissen Sie, was los ist. Und dann solche Rieseninvestitionen und Spezialchef und so weiter. Aber das sind die Ups und Downs. Ich meine, ich sitze jetzt 40 Jahre im Fach und davor schon unsere Familie. Und dann weiß man diese Höhen und Tiefen. Natürlich muss man die Kraft haben, das zu überleben. Und das ist nicht so einfach immer. 1 Million Verlust und trotzdem ein Lachen. Dafür braucht man ein Muschelfischergemüt. Seniorchef André lässt seinen und den Muschelnachwuchs zurück und fährt nach Holland in die alte Heimat, nach Jessicke. So wie andere schon mal in England und Irland angefangen sind, haben wir den Schritt nach Deutschland gemacht. Und das sind Beziehungen lagen von aus Kriegszeiten. Kriegszeiten sind damals ungefähr 150 Leute von Jessicke in Arbeitsdienst gewesen auf der Insel Wiekoevoer und haben da Muscheln gezüchtet für die deutsche Wehrmacht. Im niederländischen Jessicke steht eine Schalentierfabrik neben der anderen. Direkt an der Oosterschelde, am besten Muschelgewässer der Welt. Im ganzen Ort dreht sich alles um die Schalentiere. André de Leos Muscheln sind von Sylt auf dem Landweg eingetroffen. Zeit zu gucken, wie die wertvolle Fracht sich gehalten hat. Immerhin lebende Tiere. Das ist ein bisschen ausgetrocknet. Der will Wasser. Und Erik erholt sich nochmal von der Reise. Macht sich wieder frisch und dann wird er geputzt und verpackt. Also hätte ich. 20 Tonnen Muscheln hat Familie De Leo geliefert. Ein Viertel ist Tara, Steine und Beifang. Wow! Der Weg der Miesmuscheln ist nun vorgezeichnet. Der des Beifangs nicht. Er versucht wieder ins Meer zu kommen. Förderbänder transportieren die Schalentiere in große Meerwassertanks. Darin werden sie über Nacht gespült und vom Sand befreit. Am nächsten Tag wird sich zeigen, wie hoch ihr Marktwert ist. Währenddessen draußen vor Sylt. Kleine Verschnaufpause für die Besatzung des Fangschiffes Sibenus Gerjets. Fritz, Ernst und Andres Sohn Julien warten das Schiff. Der Captain sieht hier noch selbst nach der Maschine. Es gehört ja dazu, dass man seine Sachen auch ein bisschen wartet und pflegt. Das ist ja nicht nur das Fischen, das ist natürlich das Schönste, aber von diesen Jungs hängt ja doch unser Leben ab, wenn wir draußen sind. Und dann vergewissert man sich doch selber gerne, ob auch alles in Ordnung ist, so Wasserstand und Öl und sowas. Halb neun ist Niedrigwasser. Julien steuert MKB 2 an, einst eine seiner besten Muschelbänke. Doch dort stimmt etwas nicht. Und er will nachsehen, was los ist.
das ist sonst eigentlich Kultur hier. Und ja, das, was ich hier sehe, ist natürlich nicht so schön, weil das ist einfach Mist für uns. Was er sieht, sind pazifische Austern mit messerscharfen Kanten. Diese großen Klumpen, da kann man auch auf dem Markt leider nichts mehr machen. Ich bin auch noch eine Miesmuschel, also die Kultur war früher mal sehr gut. Diese Größe, ja, wenn man die komplett hätte, dann könnte man vielleicht noch was damit machen. Aber das ist halt leider nur der kleinste Teil. Die ganzen großen, wer will so eine Auster schlürfen, ne? So ein Riesenapparat, das ist schon nicht mehr appetitlich. Das Problem ist, wenn man hier nichts macht, wird es immer mehr werden, weil die Auster hat halt keine natürlichen Feinde. Also das wird immer weiter wuchern und wegfischen wird man die Auster wahrscheinlich nie können. Also das ist einfach zu viel. Und mal zusehen, dass wir wieder zurückkommen. Austern im Wattenmeer und seit Jahren kaum noch Miesmuschelnachwuchs. Experten geben dem Klimawandel die Schuld. Julien und alle Fischer könnten endlich einmal gute Nachrichten gebrauchen. Spät in der Nacht kommt die Meldung, mit der keiner mehr gerechnet hat. Vor Büsum soll Muschelsaat gesichtet worden sein. Muschelfischer aus ganz Schleswig-Holstein machen sich sofort auf den Weg, obwohl die Nordsee bei Büsum noch von einem Sturm aufgewühlt ist. Wir haben jetzt gestern Abend noch beschlossen, dass wir es doch versuchen, nach Büsum zu fahren, um das Saat zu fischen. Und da wir jetzt ja noch 5,5 Stunden dahin fahren wollen und wir nachher um 9 Uhr anfangen wollen, müssen wir uns jetzt schon auf den Weg machen. Jeder möchte natürlich den ersten und besten ein Stück vom Kuchen abhaben und da wird es schon ein bisschen heiß hergehen. Die Sebennus Gerjetz kämpft sich durch die nächtliche See. Fritz und Ernst kämpfen sich langsam aus dem Bett. Ja, um 2:30 war ich da. Nee, um 3, besser gesagt. Da habe ich ja schon Rabbeln gehört. Aber ich habe noch ein bisschen weiter gelullert. Die Männer leben wochentags an Bord. Sie sind ein eingespieltes Team. Wir sind praktisch wie eine Familie. Von Montags bis Freitags. Danke. Bitte, bitte. Es gibt vielleicht auch mal leichte Diskussionen, aber hier rein, da raus am besten. Also, das geht eigentlich im großen Garten sehr gut klar. Julien hat zur Unterstützung einen alten Freund mitgenommen, Frank Petersen. Er war früher selbst Muschelfischer, musste seinen Betrieb wegen der Krise aber verkaufen. Morgen. Wattengeschaukel. Früher brauchten wir eigentlich nur eine halbe Stunde fahren und dann konnten wir fischen, so viel wir wollten, da gab es keine Absprachen. Und da war es einfach, da war es reichlich. War wirklich reichlich. Und dann auf einmal war ein Schnitt und da war dann praktisch gar nichts mehr. Heute soll es endlich wieder so sein wie früher. Für alle genug zu fischen, aber ordentlich abgesprochen. Niedrig, hat denn jemand drauf verloren? Schau mal hinter dir, dann siehst du ihn. Da hinten kommt noch ein Kollege, der hässliche Punkt am Horizont da. Und wenn der da ist, geht's los. 5 Schiffe werden versuchen, möglichst viel Muschelsaat abzubekommen. Man hofft ja, dass die Netze voll sind, wenn sie wieder hochkommen. Ne? Aber jetzt nach dem Sturm weiß man es nicht so hundertprozentig, ob die Muscheln noch da sind oder ob die weggetrieben sind. Das ist immer so wie Weihnachten, wenn die Netze hochkommen. Man weiß nie, was drin ist. Ja. Olaf, André, Weg 3, anfangen oder was? Weiß ja jeder seine Zeit, oder nicht? Ich hab nichts dagegen. Die Uhr läuft. 4 Stunden und 20 Minuten darf jeder fischen. So ist es abgesprochen. Zu schnell. Nicht mehr. Zu schnell, endlich mehr. 33. Achso, du meinst die Dingsen. Unten auf Deck müssen Fritz und Ernst rennen. Oben steuert Julien die Netze rechts, Frank die links. Der Anfang ist mau. Fritzi,
Da waren Saatmuscheln drin, aber man sieht das natürlich lieber, wenn die Netze voller sind. Manchmal hilft ein Blick zur Konkurrenz. Wir sind auch im Gang jetzt, ne? Wir gucken, ob das da besser fischt. Der pumpt eine schwarze Suppe raus, als wenn er die Bilge lenzt. Das sieht aus, als wenn die da einen Schlick haben. Da ist das nicht viel besser als bei uns. Aber Netz für Netz wird der Fang besser. Die Sebenus Gerjez hat den richtigen Platz gefunden. Wird besser. Und die Muscheln waren schön, die da drin waren. Guck, ziemlich sauber. Jetzt so noch ein paar Stündchen weiter fischen, dann denke ich, dass wir eine schöne Ladung zusammenkriegen heute. Und sofort rückt ihnen die Konkurrenz auf den Pelz. Da hilft nur das Muschelfischergemüt. Man kann auch mal um so ein Brötchen betteln, wenn sie noch dichter rankommen. Das ist einfach nur Kampf um einen guten Strich. Eine gute Strecke. Ein bisschen Spannung muss ja auch sein, ne? Warten wir mal was zu lachen. Solange alles heil bleibt, ist alles im Rahmen, alles in Ordnung. Hier. Die beiden Kapitäne fischen mit ihren Leuten bis mittags halb zwei. Erst auf der Rückfahrt nach Sylt hat Julien Zeit für einen Blick in den Laderaum. 80 Tonnen Muschelsaat hat sich seine Mannschaft erkämpft. Wenn alles gut geht, werden die Tiere ihr Gewicht bis zur Ernte verdreifachen. Das ist eigentlich eine schöne Saatmuschel, schöne Größe, schön schwarz, sieht gut aus. Auch diese Trossen, das ist nachher beim Aussehen schön auf dem Boden auszusehen. Also bin eigentlich zufrieden mit dem, was wir heute zusammengefischt haben. Aber noch ist der Stress nicht vorbei. Die Fracht muss schnell wieder ins Wasser, auf die Muschelbänke vor Sylt. Auch im holländischen Jesseke kommen die Fischer zurück in den Hafen. Ihr Fang geht jeden Tag auf eine Auktion. André De Leo will schauen, was auf dem Markt ist. Guten Morgen. Alle Vladingen erin schrijven. We beginnen met nummer 7 op de lijst. 11 Schiffsladungen stehen zum Verkauf. Die Händler geben ihre Gebote geheim per Computer ab. Keiner kann sehen, was die anderen bieten. Nach einer Minute ist eine ganze Ladung verkauft. Es sind heute fast nur kleine Muscheln im Angebot. Große Muscheln, wie sie aus Deutschland kommen, stehen deswegen hoch im Kurs. Na, zufrieden? Ja, noch. Ein bisschen zu teuer. Meine Einschätzung war doch ziemlich okay, dachte ich. Ich hatte gesagt, so 1,80 Euro pro Kilogramm und hier ungefähr. Und unsere Qualität ist sicher so gut. Ja, stimmt. Ja. In der Fabrik werden Andres Muscheln bereits sortiert und verpackt. Natürlich lebend. Sterben werden die Tiere erst im Kochtopf. In Deutschland gibt es keine vergleichbare Fabrik. Wie gut sein Fang wirklich ist, zeigt erst eine Qualitätskontrolle. Der Kontrolleur prüft genau 1 Kilo Muscheln. Ein paar Prozent Fleisch mehr oder weniger machen jetzt den entscheidenden Unterschied. Wenn ich 25% Fleisch hatte, dann kriege ich vielleicht 1 Euro bis 1,10 Euro pro Kilogramm. Und jetzt denke ich, schätze ich, müssen wir später mal sehen, aber ich schätze diese Ware doch schon 1,18 Euro. Das ist 14.000 Euro mehr auf eine Ladung. Ob man gute oder Top-Qualität hat oder nicht. Die 14.000 Euro Frage klärt man mit Kochtopf und Taschenmesser. Nach dem Kochen wird das Fleisch aus den Schalen gelöst und gewogen. Das ist fast 33% Fleisch.
Und mit 41 Stück pro Kilo ist also schon nochmal Top-Qualität. Die vor Sylt gereifte Top-Qualität bringt gutes Geld. 36.000 Euro für die gesamte Ladung. Bestellt hat sie ein norddeutscher Discounter. Sylter Feinkostqualität. Einmal nach Holland gefahren und wieder zurück. Bisschen verrückt ist es, aber Ierseke ist nun mal das Zentrum. Und wir können besser ganz Europa von aus Ierseke bedienen, omdat wir hier die Zwischenlagerplätze haben. Wir haben hier die Möglichkeit, die Qualitäten zu handeln und so weiter und so fort. Und das gehört zum Geschäft. Hey? Bevor sie im Supermarkt landen, sind die Muscheln weit gereist. Mindestens 1.500 Kilometer. Vor Sylt gerät die Besatzung der Sibenus Gerjets in Zeitnot. Ihr frischer Fang muss jetzt zurück ins Wasser. Und es wird bereits dunkel. Das sind überall, wo die Bäume hier in den Werken stehen, das sind alles einzelne Felder. Darum muss er jetzt entweder im Kreis oder in Erchten. Nachher, wenn er zum Schluss wird, fährt er auch genau in die Ecken rein. Und damit es ungefähr gleichmäßig einen Teppich ergibt. Sie säen auf ihrer Muschelbank 37. Hoffen Sie jedenfalls. Ja, man muss sich schon ein bisschen konzentrieren, gerade wenn es im Dunkeln ist, ein bisschen heikler als im Hellen. Es wäre natürlich sehr schade, wenn Sie beim Nachbarn auf der Kultur landen würden. Die nächsten Spiele voraus. Ja. Das ist irgendwie ein bisschen warm. Ach so, ja, doch. Siehst du? Dann haut er wahrscheinlich gleich wieder einen Sack hier, oder? Es war ein guter Tag für Julien. Aber seine Branche bräuchte viel mehr solcher Tage. Aber wozu gibt es das Muschelfischergemüt? Julien De Leo macht Werbung für seine Produkte. Aus Kiel hat sich heute wichtiger Besuch angesagt: die schleswig-holsteinische Ministerin für Fischerei. Die De Leos wollen ihre Pachtverträge im Nationalpark Wattenmeer verlängern. Herr Vorsitzender, und das sind die Söhne von ihm und die fahren ja alle für den Herrn. Dass sie ein positives Bild nicht nach Kiel nimmt und dass wir in der Zukunft die Verträge, die wir haben bis 2016, dass wir die verlängern dürfen. Ne? Umweltschützer würden die Fischerei im Nationalpark am liebsten verbieten. Gegen solche Ideen kämpfen die De Leos mit Muscheln und ordentlich temperiertem Weißwein. Niedersachsen hat die Blödmänner jetzt einen halb trocken. Das war nicht zu saufen und dann noch lauwarm. Die Liebe fürs Detail kommt an bei der Ministerin. Ich habe gehört von ihren Mitarbeitern auch, dass sie sehr positiv denkt und dass sie einfach die Vertragsverlängerung gute Chancen macht. Also wird es vorerst irgendwie weitergehen, das schwierige Geschäft mit den Schalentieren.